Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei DAF Zertifikate. Wir richten jetzt unseren Blick nach Stuttgart auf die Trends und die Meinungen der Derivateanleger. Und darüber spreche ich mit Norbert Paul. Er ist Derivatehändler an der Börse in Stuttgart. Herr Paul, beginnen wir zunächst traditionell mit dem deutschen Leitindex. Wie interpretieren Sie denn dessen Entwicklung im Moment? Und wie stellt man sich hier in Stuttgart auf? Beim DAX, der musste ja heute dann doch ordentlich federn lassen. Ja, es scheint so, als ob diese Schaukelbörse, die wir in den letzten Wochen einfach gesehen haben, dass diese sich erstmal fortsetzt. In den vergangenen Tagen sah es doch noch so aus, als könnte der DAX jetzt endlich mal nach oben ausbrechen. Dann gab es jetzt sogar noch gute Quartalszahlen aus den USA. Da dachte man schon, jetzt findet der DAX wirklich die Kraft. Aber so im Bereich um 9.600, einen kleinen Schnaps noch drüber, da mussten wir einfach wieder mal feststellen, es geht ihm dann doch die Luft aus, egal wie viel Auftrieb er eigentlich von anderer Stelle bekommt. Da scheint momentan so etwas der Deckel drauf zu sein. Und Sie haben es schon angesprochen, der DAX kommt deutlicher wieder zurück. Das ist aber ehrlich gesagt für unsere Anleger hier in Stuttgart jetzt erstmal sogar ganz gut, denn diese hatten in dem Bereich um 9.550 bis 9.600 angefangen, eher wieder davon auszugehen, dass der DAX wieder zurückkommt. So gesehen passt das für unsere Anleger erstmal, aber nicht nur beim DAX, sondern auch beim MDAX sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Der scheint auch so etwas charttechnisch mittlerweile angeschlagen zu sein und auch da sehen wir, dass die Anleger eher davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen doch wieder mit Minuszeichen zu rechnen ist. Also alles in allem bei uns, die Anleger in Stuttgart, rechnen nicht damit, dass die Sektkorken für neue Hochs in den nächsten Tagen knallen. Schade. Ein potenzieller Megadeal in der Industrie, der sorgte ja für Aufregung an der Börse. Es geht unter anderem um Alstom. Was hat es denn damit genau auf sich? Sehr interessant. Es könnte hier wirklich zu einer milliardenschweren Übernahme kommen. Käufer wird die General Electric genannt. Bis jetzt sind das nur wirklich Gerüchte. Es gibt noch nicht offizielles. Alstom hat selber gesagt, wir wissen gar nichts von einer Übernahmeofferte. Gleichwohl hat die Aktie jetzt mal 15% zugelegt, weil eben viele dann doch immer denken, wo Rauch ist, ist vielleicht auch Feuer. Und es könnte hier natürlich dann etwas passieren. Das wiederum könnte vielleicht dann sogar für Siemens relativ schlecht sein, wenn Alstom und GE zu einem noch stärkeren Konkurrenten dann für Siemens letzten Endes werden könnten. Soweit ist es aber natürlich noch nicht. Bis jetzt sind das alles Gerüchte. Aber unsere Anleger glauben hier durchaus, dass hier noch Kurspotenzial für die Alstom-Aktie dahinter steckt. Normalerweise ist es ja so, dass die Firma, die übernommen wird, dass für die natürlich eine schöne Prämie gezahlt wird. Bis jetzt wurde als Kaufpreis 13 Milliarden US-Dollar genannt für Alstom, aber unsere Anleger spekulieren darauf, dass hier noch mehr drin ist, dass möglicherweise es auch zu einer Übernahmeschlacht kommen könnte, dass vielleicht noch ein zweiter jetzt auftritt und sagt, wir erhöhen das Angebot von GE und wollen selber zuschlagen. Möglicherweise macht das sogar Siemens. Das müssen wir abwarten, das wissen wir alles noch nicht, aber die Anleger setzen darauf, dass in den nächsten Tagen der Kurs der Alstom-Aktie noch weiter von diesen Übernahmegerüchten befeuert wird. Herr Paul, Sie haben es ja schon angesprochen, Apple hat Bilanz gezogen und die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die waren gut, die waren ziemlich ordentlich sogar. Wie kamen denn diese in Stuttgart an? Ja, die waren richtig gut und die haben nicht nur Effekte jetzt erstmal auf die Apple, sondern die haben auch sogar noch einen Effekt auf die Google-Aktie, die normalerweise in den letzten Tagen und Wochen bei unseren Anlegern immer so ein bisschen der Favorit war. Aber vielleicht erst zu Apple. Die iPhone-Verkäufe lagen deutlich höher, als man erwartet hat. Der Gewinn 14% höher und man hat sich auch nicht davon ein bisschen die Freude nehmen lassen, dass die iPad-Verkäufe nicht ganz so gut gelaufen sind, wie man das gedacht hat. Das hat man gleich beiseite gewischt und hat sich auf die weiteren Fakten konzentriert. Man erhöht die Dividende, das gefällt den Anlegern natürlich, das gefällt natürlich auch den Aktionären. Aber dann eigentlich noch die richtigen Hämmer. Man erhöht das Aktienrückkaufprogramm um 30 Milliarden auf insgesamt 90 Milliarden US-Dollar. Und es gibt auch noch einen Aktiensplit 7:1. Also da passiert nicht wirklich was von der Bilanzstruktur, aber die Aktie wird optisch deutlich günstiger. Naja, und da hat man eben die Hoffnung, dass das natürlich auch wieder neue Investoren dann anlocken könnte, weil ein Aktienkurs im dreistelligen Bereich oft für viele Anleger immer so ein kleiner Hemmschuh ist und dem versucht man hier entgegenzuwirken. Das ist natürlich alles eine sehr, sehr gute Nachricht und das bedeutet für unsere Anleger auch, dass sie wieder mehr Fantasie in der Apple-Aktie sehen, dass sie glauben, dass die guten Zahlen zum einen, aber auch diese ja, kurspflegenden Maßnahmen, will ich sie mal nennen, natürlich dazu helfen könnten, dass die Aktie wieder deutlicher an Schwung gewinnt.
Und jetzt passiert eben das, was ich angesprochen habe. Wir sehen, dass die Anleger die Google-Aktie oder beziehungsweise Derivate auf die Google-Aktie, die sie in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder gekauft und gehandelt hatten, jetzt verkaufen und dafür in die Apple-Aktie einsteigen. Die Entwicklung der Google-Aktie war jetzt in den letzten Tagen auch nicht so der Hit. Und hier glaubt man jetzt eben, dass man mit diesem Favoritenwechsel hin zur Apple dann vielleicht besser liegt. Werfen wir doch zum Abschluss noch einen Blick auf den Goldpreis. Wie hat sich denn dieser zuletzt entwickelt und auf welches Pferd setzt man da in Stuttgart? Ja, auf den Goldpreis müssen wir auf jeden Fall schauen, denn der hat sich wieder sehr, ganz stark seiner neuralgischen Unterstützung bei 1280 US-Dollar angenähert, kurzfristig sogar mal unterschritten wieder, konnte das Niveau erstmal wieder verteidigen, aber für viele unserer Anleger ist das eine dieser ganz wichtigen Marken. Als der Goldpreis darüber sprang, hieß es, das ist ein charttechnisch bullisches Signal. Also man könnte hier dann mit weiterem Aufwärtspotenzial rechnen. Ja, jetzt kämpft aber eben der Goldpreis wieder von oben nach unten mit dieser Marke. Und da gilt dann auch bei der Charttechnik genau das umgekehrte Bild. Und was interessant ist, wir sehen hier, dass unsere Anleger eher glauben, dass diese 1280er Marke nicht nachhaltig verteidigt werden kann. Das heißt, wir sehen tendenziell eher Put-Käufe. Das heißt, die Anleger rechnen wohl damit, dass Gold in den nächsten Tagen, vielleicht auch sogar Wochen, doch mal deutlicher unter Druck kommt, sobald eben diese Marke von 1280 Dollar nachhaltig unterschritten wurde. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Norbert Paul von der Börse in Stuttgart. Sehr gerne. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung. Wenn Sie Lust haben, dann können Sie sich diese Ausgabe nochmals anschauen von DAF-Zertifikate und zwar im Internet. Die Adresse hierfür www.daf.fm. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.